Alex, it's locked! Hey, do me a favor and see if you can open that box up there. Done and done! Let's go some travel! Fuck me! Like a butcher! We're clear. So viel dazu. Ich bin ja schon fast wieder am Sterben, weil ich viel zu unvorsichtig vorgehe. Oh, jetzt können wir Herzen fressen. Yay! Komm hoch. Zielen habe ich es noch nicht so. Ah. Geohnt, würde ich sagen. Hahaha. So, Ach, crap. Nicht. So, wo haben wir den Freund, der auf uns schießt? Und weg ist er. They went that way, down into the subway. Where the fuck are these guys, Jackie? Oh, das war ein guter Treffer anscheinend. Genau, man kann die Lichter zerschießen und dann wird es dunkel und dann hat die Dunkelheit bzw. The Darkness kein Problem mehr damit. Wenn wir da durchlaufen. Hier fängt es allerdings an. Much better. Nice and dark now. Ja, ja. Ich vergesse das immer. So, wo müssen wir jetzt lang? Gerade etwas verwirrt. Scheiß Fernseher. Den hier gab es übrigens auch im ersten Teil, da konnte man noch einen ganzen Film gucken, glaube ich. Inzwischen ist das leider nicht mehr so. Na komm! Wird nicht besser. Ich vergesse sie immer noch. Und jetzt wird's lustig. Haha, hier bin ich so oft gestorben, man glaubt es nicht. Ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Die verhext.
baut sich, man versucht sich einfach so ein bisschen hier. Vorzuprügeln, was nicht immer einfach ist. Muss ich mal eben so zugeben. Ja, ich habe schon wieder ein Licht vergessen. Ah ja. Das wäre jetzt eigentlich Quatsch, dazu verschießen, weil da muss ich sowieso nicht mehr hin. Egal. Man tut sein Bestes. Ich werde hier jetzt noch nicht hingehen. Hallo. Und tschüss. So, nehmen wir uns nochmal ein Stück hier. Der gute Darkling hilft uns hin und wieder auch mal. Ah. Da wird man gerade angerufen, wenn man mitten im Gefecht ist. Das ist ja crazy. Ach, crap. Wo sind die Typen? Ach, da. Okay. Und weg. Sehr cool. Oh. Okay, das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber so sei es denn. Erstmal es kaputt machen hier, damit man ein bisschen mehr. Gut. Ah. Komm her, du. Ach, die Herzen, genau. Ach, ja, Herzen, Herzen. Da! So, wo geht's jetzt lang? Ich bin total verplant hier gerade. Gibt's ja wohl nicht. Da wird man echt unterbrochen hier. Das ist ja Wahnsinn. Hallo! Das war's dann wohl mit den Vögeln. Ich werde übrigens hier nicht durchrushen. Ich bin ja sowieso nicht so der Fan von übermäßiger Beeilung. Zum Glück bietet dieses Spiel hin und wieder dann auch ein paar schöne, ruhige Momente. Hallo. Diese sind nicht gerade, aber... Wo bist denn du? Ach, da bist du. Moment, bist du da? Ach, komm. Hier gefällt mir das. So ein bisschen. Man muss immer mal wieder neue Waffen aufsammeln, damit man nicht... Was war das jetzt? Damit man nicht sofort an Munitionsarmut stirbt. Das ist mir beim ersten Mal passiert.
So let's say you live in a big house and you own some books. I mean, some other fuck nuts might live at the North Pole and they own a lawnmower. But that don't mean nothing. Johnny? Johnny fucking Powell. What are you doing here? And where the hell are we? You let stupid stuff get in your head, then it gets all jumbled and weird and people think you're nuts! Come find me, Jackie. Ja, das meine ich mit, das Spiel hat auch seine ruhigen Momente. Die mag ich übrigens sehr gerne. Also das, was ich da bisher schon von gesehen habe. Wunderschön. Das hat den ersten Teil allerdings auch ausgezeichnet. Hallo. Tony, what happened? Did you find the guys who hit us at the restaurant? Sometimes I can't tell the difference between a fruit and a vegetable. Jesus Christ, what is this place? I gotta get out of here. I like grapes. I don't like beans. I like strawberries, though. You got any fruit? Have we met? Dr. Vic says I'm doing better, but he don't like pineapples. Ja, genau. Jackie, over here! Jesus Christ, Jackie, we thought you was dead. What happened back there? I handled things, like I always do. What the hell's going on, Tony? Hell if I know, boss. Look, we gotta get out of here. You go in your limo, and I'll go ride in the car with Vinny. He busted up a couple of ribs, but he's gonna be fine. First time you use the darkness, it scares you. But once you've tasted it, you can't stop. It's all you think about. Like I said, it consumes you. Every second of every day for the last 2 fucking years, I kept myself in check. Gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. And I can feel what it's doing to me. So, I guess setting you up with the twins didn't go so good, huh? Yeah, no shit. I'm glad you're all right, Vin. Now, can you tell me what the fuck just happened? I don't know. I saw some weird-looking guy had a limp. It was crazy. Like, one minute he's there, the next minute the guy just fucking disappears. I don't know, I must have hit my head or something. Look, anyways, Jimmy says he's got a lead on the crew that hit us. Good. Now, find Jimmy. Tell him to meet me in my office. I'm gonna head upstairs. Yeah, sure, whatever you need, Jackie. So, wir haben jetzt zwar eine Aufgabe, und zwar nach oben gehen und uns mit Jimmy treffen, allerdings werde ich da mal gepflegt drauf cheaten und ein bisschen hier erkunden. Richtig. Oh, yeah. Der gute Mann, ja, redet nicht viel. Ah, schön. Und das meinte ich auch mit den ruhigeren Momenten. Also man wird jetzt nicht gezwungen, sich hier weiter ballern durch die Gegend zu bewegen. Man kann auch einfach mal ein bisschen runterkommen. Und das finde ich gut. Hello. Hello. Looks like you ruined another suit. Jo, das stimmt wohl. Ein weiterer Anzug versaut. Aber egal. You don't get it. You'll never get it. On the water, on my boat, I can just kick back. I ain't getting any younger. About time I take it easy, you know? It's a fucking boat, Frank. Can a boat tuck you in at night? Can a boat make you children? A boat has an anchor that I control. Not the other way around, Eddie. You calling my wife an anchor? She's my sister. I call her whatever I want. Nah, you're a fucking mess. Herrlich.
Ja, wir sind jetzt hier bei Jackie zu Hause, ganz offensichtlich, und er lässt es sich hier gut gehen, so wie das aussieht. Ne? Die beiden Kollegen können wir eigentlich, glaube ich, auch noch mitreden. Für eine Maßnahme. Jackie, how you doing? I'm pissed off, boys. We're gonna find these fucks. Jimmy's got some info already. How the fuck's that guy know everything? He's a goddamn encyclopedia. Encyclopedia? Listen to you. Like you ever cracked a book in your life. This fucking guy, right? If he wasn't already married to my sister, I'd have to punish him by introducing him all over again. You talk shit, but I know we're gonna see you for dinner on Sunday. Hey, Jackie. You say the word, and we're ready to go. We got your back, boss. Thanks a lot, boys. Now drink up. It's gonna be a long night. You know what your problem is? What, aside from you? Your problem, asshat, is you ain't never been in love. I love my boat. That don't count. I love drinking. Diese wunderschönen Gespräche nebenbei sind auch ganz grandios. Like I said, in love. Oh, you have? Yeah, I've been in love. I'm in love right now. With my wife, with my mistress. Hell, I even loved that whore Camille from the other night. Yeah, right? Oh, man. I don't know. It just don't seem right. I think the guy's fucking nuts. You think the boss is a nut job? What, you don't? Uh-huh. What did you say? Oh, hey, Jackie. Looking good, boss. Jackie, let us know what you need, okay? Schnell weg. Ja, ja. Mhm. Sogar das eigene Personal hält uns für bekloppt. Das ist doch reichlich seltsam. Nun denn. Now time for news and weather together, brought to you by the news team at Newswatch 6. Jo, ich muss näher an dir ran, wa? An dir ran? Ist klar. So? Jackie, don't take this the wrong way, but I got a sausage over here with your name on it. See, I knew you'd take it the wrong way. Wurst. Ja. Freezer Hardle broke again, and it's jammed. Sorry, Manny P. Okay. Ja, mach ich auch. Notfall auch ohne. Hey, boss, you good? Someone's gonna pay for this shit. Sure. Well, okay. Das sind wir. Im Übrigen. Interessant. Können auch hüpfen, aber das ist albern. Ne? Hüpfen ist albern. Genau. So, ich war jetzt noch nicht draußen. Da gehe ich mal hin. Hier war ich schon drin, ja. Hier sind die beiden Vögel, die sich über Liebe unterhalten. Es gibt hier hin und wieder doch schon was zu entdecken, okay, muss ich sagen. So Lone Ranger gets captured by some fucking assholes, right? Hey, Jackie. Tach. Und für die Leute, die diesen Grafikstil nicht mögen, weil es halt Cell-Shading ist und ein bisschen off-Comic gemacht, ich finde, das fällt überhaupt nicht auf. Also auf jeden Fall nicht negativ. Und es passt zur Vorlage. Sir, perhaps you could have a word with Master Dolfo. The neighbors have been complaining again. Who'd do such a thing, I wonder? Me too. Master Dolfo, der befindet sich, glaube ich, hier unten irgendwo. Ja, da ist er. Er hat einen kleinen Schaden. Vielleicht. Ja. Hey, Dolfo. What the hell are you doing out here? I gotta practice my aim or I get rusty. Plus, I hate pigeons. They carry diseases and shit. Sure, I can't help you out there. I'm real good at shooting and blowing shit up, you know. Of course I know that. That's why I need you here, holding down the fort. You got it? Done deal, boss.
You need anything, you know where to find me. So. So let's say you pick yourself up a girl for a date. Before you know it, she's gotten her feelings hurt over something you said, and there's a restraining order, yada, yada, yada. Women are very fucking confusing. Come on, Jackie, let's blow off some steam, huh? See how fast you can shoot them. Oh! Ja, es gibt auch diese Minispiele hier. Mit cooler Musikbegleitung. Gott, wie lange habe ich dieses Lied nicht mehr gehört? Ich weiß doch gar nicht, von wem das ist. Krass. Egal. Wenn das mal keinen Content-Treffer gibt hier bei YouTube. Oh. Ich bin gespannt. Ja, du bist ein bisschen bekloppt, aber okay.